BBM hier. Heute haben wir mal wieder den Audi SQ5 da. Den haben wir ja bereits gewaschen. Ja, das Felgenschloss haben wir gesucht. Das Felgenschloss fehlt. Das haben wir mittlerweile auch gefunden. Oh. Jetzt wollen wir den netten Wagen mal ein bisschen tiefer legen. Leistungssteigerung machen wir. Da sitzt nämlich der schöne 3 Liter Biturbo drin mit 313 PS Serie. Da werden wir so auf 360 PS, denke ich mal, gehen. Also er hat das Aktivsound, hat er Serie drunter. Aber da bauen wir noch ein Modul ein, worüber wir das Ganze dann noch ein bisschen lauter machen können. Und das Ganze per Wi-Fi. Sprich, ich kann mit meinem iPhone, mit einer App mich einloggen und den Sound auch nochmal einstellen bei der Geschichte. So, mal zur Erklärung kurz. Hier haben wir jetzt das originale Federbein eingebaut mit dem Feder und dem original Federteller und da kommen jetzt die sogenannten Gewindefedern rein. Werden wir jetzt gleich das ganze Federbein ausbauen. Die Feder kommt logischerweise runter, der Gewindeteller wird runtergeschlagen. Ich stelle das mal kurz hier rein und das Ganze wird eingebaut, auch mit einem neuen Anschlagspuffer, weil das Fahrzeug entsprechend tiefer kommt. Und statt dem Gewindeteller ist das unser neuer Gewindeteller. Das heißt, wir bauen ja das Originalfahrwerk jetzt um zum Gewindefahrwerk quasi. Damit haben wir dann eine dezente Tieferlegung von 2-3 cm und ich kann die Höhe immer noch schön frei wählen und habe eine kostengünstige, super Alternative. Und gerade wenn ich ein elektronisch härteverstellbares Fahrwerk habe, bietet sich das ja optional an, wie wir es neulich auch schon in so einem RS6 Video gezeigt haben. Das gibt es dann für diverse andere Fahrzeuge wie Ferrari 458, M3, all die Fahrzeuge mit dieser elektronischen Dämpferregelung, die man dann halt auf ein Gewindefahrwerk mit dem Gewindefedersatz umbauen kann. I can't regret. Leaving you alone until you find your way back home. So, du hast gerade die Frage gestellt. Bleibt das dran? Ja, das ist so ein Gummiüberzug, der drüber geschoben ist über die Federn. Der ist zum Schutz da gegen Geräusche quasi gerade, weil nachher, wenn das Fahrzeug drin ist, gerade diese Ringe werden ja aufeinander liegen, wenn das Fahrzeug dann federt und arbeitet und man hat hier Dreck oder anderes zwischen und ja, dann reibt das Metall auch irgendwann aufeinander. Es gibt halt nervige Geräusche im Innenraum. Dadurch habe ich halt die Gummis, die vermeiden dann nervige Geräusche nachher wie Knatschen oder ähnliches. Deswegen haben ganz oft Federn diesen Gummiüberzug einfach. So, jetzt haben wir einen Dämpfer auseinandergebaut, weil wir werden die Anschlagspuffer, die Gummis tauschen. Das Fahrzeug kommt ja auch tiefer und ihr sollt ja nicht die ganze Zeit auf diesen riesen Originalgummis federn. Dementsprechend kommen hier eine kleine rein mit einer kleineren Staubschutzmanschette auch. So, jetzt sind wir an der Hinterachse angekommen. So sitzt es jetzt hinten drin, original aktuell. Das Ganze bauen wir um, original Feder, Federteller oben kommen weg. Jetzt kommt die neue Feder einmal und dann kommt statt der Originalfederauflage oben die KW-Federlage ein, wo wir hier auch wieder das Gewinde, den Verstellring haben. Somit haben wir dann hinten unser Gewindefahrwerk mal so gerade eingebaut. Kuhwiese. Heute werden Kühe gemolken hier, so. Sau schlecht. Sau schlechter Witz. Der ist so schlecht, dass es schon wieder cool ist. Ja, wie ihr seht da, ne? Q5, Q7. Kuhwiese. Audi. Ja, der eine bekommt Inspektion, der andere ein bisschen tiefer, ein bisschen mehr Leistung. Und wenn ich richtig habe im Kopf, dann noch ein bisschen mehr Sound. Das ist zwar ein Diesel, aber da geht was. Seht ihr gleich. Dieses schöne Teil hier, ja, das da, bauen wir jetzt da rein. Ich denke nicht gut, ich bin dann wieder der technische Part. Ich habe das schon mal freigelegt, damit ihr nicht stundenlang vor der Glotze hängt. Ihr sollt auch noch mal raus im Wald spielen. Was ist denn das da? Das wissen die gar nicht. Okay, das Auto hat ja original ein Sound-Aktivsystem. Und das haben wir hier schon freigelegt, das Originalsteuergerät. Da klemmen wir jetzt das Steuergerät zwischen. Darüber können wir dann einmal die Lautstärke auch ein bisschen verändern. Via Wi-Fi, hochmodernes Internet und den Ton, was wir euch gleich mal zeigen. Das verbauen wir auch mal gleich ganz schön, aber jetzt erstmal nur zum Ausprobieren, genau. Wenn ihr was hören könnt. Ne? Startet doch mal den Motor. Komfort aus, gell? Ah, ist ein bisschen lauter, als ob man das von Audi kennt, also serienmäßig. Das ist das, was wir haben wollen. Das nur mit so einer kleinen Box. Geil, ne? Der hat dann aber vorbereitet. Ich habe ja jetzt die App geöffnet via Wi-Fi. Ich bin jetzt verbunden, ich bin jetzt im Profil 3, was wir aktuell anhaben. Ich kann jedes Profil vom Sound ändern. Via Wi-Fi. Machen wir mal leiser. Machen wir das Ganze wieder lauter.
Ja, mein Handy ist ein bisschen schwer vom KP. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr V8. Und jetzt hören wir schon, es so ein bisschen mehr Richtung V10 Klang. Was ich auch noch oben ändern kann, wenn ich das Auto starte. Also ich kann das hier live applizieren. Via Wi-Fi. Nenn ich es mal. Genauso kann ich jetzt die Settings sagen, ich kann das speichern, das Setting. Hier könnte ich auch nochmal die einzelnen Profile oder jetzt, wie es hier steht, über das Car-Profil, sprich über das Drive Select, steuere ich jetzt die einzelnen Modi. Im Auto ist es dezent, im Dynamikmodus ist es laut oder im Komfort ist es leise. So macht Dieselfahren auch Spaß, gell? Ach ja, übrigens wegen der Farbe vom Auto seht ihr vielleicht ab und zu im Video, die ist nicht original, das Auto wurde foliert. Via Wi-Fi. Für die, die ganze Zeit denken, was ist das für eine Farbe, hätten wir dann auch geklärt. Wenn es euch gefallen hat, ne, wie immer, Daumen hoch, kommentieren, liken. Ja. Ja, genau. Von braun, grün bis gold, alles. Aber seht ihr im Video.